be gone! Riku, Jack, Roxas, Kairi, Donald, Goofy, Sora, Orin! Won't forget this! Hallo und herzlich willkommen heute wieder zu einem neuen Let's Test. Heute Last Fight. Es ist ein... ja, Kampfspiel, logisch. Und, ja, wie sind Sie den Charakter? Keine Ahnung. Aber den ersten direkt hier. Action, logisch. Es ist die Möglichkeit besteht zu viert. Zu viert. Zu spielen. 2 gegen 2. Wie halt bei Wrestling oder sonst was für Spielen. Da müsste es auch, glaube ich, 2 zu 2 gehen oder sowas. Und ja, es ist halt in 3D komplett und ich hab keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja, okay, gut, wie geht das? Ich hab keine Ahnung. Schön, ich kann mit Sachen werfen. Digga, ich hab keine Ahnung, was hier geht. Ich hab keine Ahnung, was man hier macht. Ich hab keine Ahnung, wie das funktioniert. Willst du mich verarschen? PL M? Was? Was ist das für eine Tastenbelegung? The fuck? Alter! Keine Ahnung, das ist mal... What the fuck? Ich hab keine Ahnung, wann ich diese Finisher-Moves oder sowas machen kann. Das ist übelst komisch, diese Steuerung, Alter. Ich hab keine Ahnung, Alter. Das ist übelst komisch, Alter. Ich komme damit überhaupt nicht klar, dass es... Ich weiß nicht. Ja, ich bin gleich down. Ich hab keine Ahnung, dieses Spiel ist doch beschissen. Wie soll ich... Das ist doch übelst beschissen. Was ist das für eine Steuerung? Was zum Drücken? Ja, wahrscheinlich. Was? Ja, keine Ahnung. Hä? Nee, warte mal. Ich hab keine Ahnung, Alter. Dieses Spiel ist doch übelst der Dreck. Ich
Das ist doch übelst beschiss, dieses Spiel. Ich gebe das definitiv zurück, Alter. Das ist ja übelst sehr beschiss. Das ist ja übelst sehr beschiss, Alter. Das ist beschiss auf anderer Ebene, Alter. Was ist das da für ein Dreckspiel? Die Steuerung mal abgesehen davon, Alter. Abgesehen davon macht dieses Vier, macht der Gegner einfach hier 50 mal mehr Schaden. Ja, ich weiß nicht. Einfach nur werfen oder was? Kann es ja auch nicht sein, nur werfen. Ja, der wirft halt die ganze Zeit nur. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Alter, das ist so ein Dreck, dieses Spiel. The fuck? Ich habe lange nicht mehr Dreck gespielt, aber das ist ja hardcore. Ja. Der macht hier einen Schlag die ganze Zeit und kriegt's halt hin, ne? Ja, keine Ahnung, was das hier für ein epileptisches Spiel ist, Alter. Das Spiel ist doch so beschissen. Alter. Top die fette Grid. Minus 200.000 Punkte, Alter. Schlechtestes Spiel, was ich je getestet habe, Alter. Ja, schlechtestes Spiel, was ich je gespielt habe. Ohne Witz. Das ist das schlechteste Spiel, was ich je gespielt habe. Dieses abgesehen von der Steuerung ist das Spiel noch schlechter als alles andere. Ja, er schlägt halt einfach wirklich einen Schlag, mehr nicht. Ja, was ist das denn? Ja. Das ist doch, ey, dieses Spiel ist so ein Beschiss, Alter. Kannst du ihm direkt wieder zurückhaben, diesen Dreck. Ich habe noch nie ein Spiel zurückgegeben bei Steam, aber das ist mal Hardcore-Dreck, Alter. Das ist mal mega der Abfuck, Alter. Das ist ja übel scheiße. Weil diese normale Story ist das ja, wohlgemerkt. Ja, er schlägt halt auch nicht zu. Er wirft halt nicht. Der sammelt hier die ganze Zeit irgendwas auf. Keine Ahnung, was das hier ist. Es wird hier nicht erklärt. Es gibt hier kein Tutorial. Story. Ja, schön.
jetzt zum Hulk oder was? Das ist so ein Dreck, dieses Spiel, ohne Witz. Direkt Ende. Nee, komm. Hau weg. Das ist. Bah, ach komm. Da habe ich keine Lust drauf. Das ist ja. Nee. Komm. Komm. Zeig mal noch einen Kampf. Ja, fuck, die Tussi ist. Läuft natürlich auch wieder nur permanent mit Sachen. Ja, komm. Schlägt mich mit Keulfischen. Gönn dir halt. Ja, klar. Starker Angriff. Kann ich ja auch so oft hintereinander machen. Nämlich gar nicht. Ich kann nicht mal normal angreifen, oft hintereinander. Das ist doch so ein Komm, nee. Topf die fette Grill, Alter. Kannst knicken. Alter, 4. Direkt je 0 Punkte. Nee, bin raus. Danke fürs Zugucken, aber dieses Spiel ist echt Müll. 0 Punkte. Nee, kannst knicken. Wenn ihr eventuell bessere Spiele habt, bitte. Nee, aber nicht schon. Das ist Dreck. Das ist einfach nur Dreck. Direkt zurückgeben. Gut, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.